In diesem Video präsentiere ich dir für deinen Windows-PC die wohl günstigste Backup-Lösung überhaupt. Los geht's nach dem Intro. Was brauche ich jetzt also, um ein Backup zu starten auf meinem Windows-PC? Erstens, ich brauche eine Software und ich brauche ja auch Speicher dafür. Man kann natürlich eine Festplatte dafür nehmen, aber die hat man dann ja in der Regel lokal bei sich zu Hause und man sollte auch immer ein Backup außerhalb des eigenen Zuhauses haben. Dafür bieten sich natürlich Cloud-Lösungen an. Und wenn das Backup-Programm dann noch verschlüsseln kann, dann ist mir eigentlich egal, wer die Cloud betreibt, ich werfe einfach stumpf meine Daten dahin. Und genau darüber wollen wir jetzt zusammen mal drüber schauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und wie du auf meinem Bildschirm ja unschwer erkennen kannst, habe ich schon eine Seite, also MyDeals, offen und da sieht man jetzt ein Angebot von Office 365 Family. Ich erkläre euch das Angebot. Wenn du Office 365 Family kaufst, dann hast du die Möglichkeit, 5 weitere Personen einzuladen zu deinem Abonnement. Das heißt, eine Person bist du und plus 5 andere, insgesamt 6 Personen. Jede von diesen Personen hat Zugriff auf 1 Terabyte OneDrive. Und jetzt können wir mal das Rechnen anfangen. Wir zahlen also 49,99 Euro für einen Zeitraum von 15 Monaten. Das sind immer irgendwelche Angebote, die man hier sieht. Aber selbst wenn das nicht im Angebot ist, würde ich sagen, ist das alles noch ein sehr guter Preis für das, was wir jetzt damit vorhaben. Also die 49,99 durch 15, dann haben wir im Monat, zahlen wir also 3,33 Euro für insgesamt 6 Terabyte. Jetzt könnte ich das Ganze natürlich noch einmal durch 6 teilen und würde auf 55 Cent für 1 Terabyte Speicher kommen. Das muss man erstmal nachmachen. Gerne könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob es noch günstigere Speicherangebote gibt. Einen großen Nachteil hat das Ganze aber, man hat nicht die 6 Terabyte in einem Topf, sondern man hat also 6 verschiedene Töpfe, aber man hat ja auch in der Regel mehrere PCs oder mehrere Ordner, die man dann getrennt sichern kann und kann das dann so ein bisschen auslasten. Okay, den einen Teil haben wir, den Speicher haben wir jetzt relativ günstig uns geholt und wenn ihr nett zu mir sein wollt, dann benutzt ihr auch meinen Amazon Affiliate Link in der Videobeschreibung, um dieses Angebot eben zu kaufen. Oder hier Notebooks billiger, müsste ich auch noch irgendeinen Affiliate Link rumliegen haben. Dann kriege ich auch davon was ab. Und jetzt müssen wir nur noch ein Backup-Programm finden, das OneDrive unterstützt. Und wenn das kostenlos ist, umso besser. Und da habe ich auch eins. Hier ist es schon drin, duplicati.com. Das unterstützt nämlich auch komplett verschlüsselte Backups. Ich hatte ehrlich gesagt in der Vergangenheit nicht die besten Erfahrungen mit Duplicati. Ich muss aber auch sagen, das hat sich wahrscheinlich jetzt geändert. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wo ich die schlechten Erfahrungen gemacht habe. Und ich habe das auf einem ARM-CPU gemacht. Also wir haben ja jetzt hier zumindest AMD oder Intel-Prozessoren auf unseren Desktop-Geräten in der Regel. So, einmal kann ich das Ganze natürlich installieren, wenn ich hier auf Download klicke und dann ausführe. Ich bleibe aber meinem Winget treu und installiere das da. Und da ich es jetzt hier testweise schon mal installiert hatte, kann ich es natürlich auch mit Winget normalerweise auch hier wieder sauber entfernen. Und jetzt installieren wir das Ganze einmal neu. Es gibt hier zwei Versionen, die Canary-Version und die Nicht-Canary-Version. Das ist dann die Beta-Version. Ich bleibe mal bei der Beta und hoffe, dass die stabil ist. Er sagt jetzt hier schon erfolgreich installiert und ich kann jetzt hier einfach hier bei Recently Added auch sehen, dass Duplicati 2 schon verfügbar ist. Ich starte es also einmal und Duplicati wird hier unten dann neben der Uhr gestartet und dann öffnet sich der Browser und ich bekomme Zugriff auf die Web-Oberfläche. Und hier werde ich jetzt als erstes gefragt, ob auf diesem PC mehrere Accounts installiert sind und wenn ich meine Duplicati-Instanz gegenüber den anderen Nutzern schützen möchte, dann muss ich jetzt hier ein Passwort festlegen. Aber brauche ich jetzt hier nicht. Erstens vertraue ich allen, die hier an den Rechner gehen und zweitens hat er auch keine anderen Accounts. Und deshalb, ich habe nur einen Single-Account. Beim Testen ist mir jetzt aber auch schon aufgefallen, dass wir hier nicht die aktuellste Version haben, denn diese Beta ist von 2023 und es gibt halt einen Update-Kanal hier. Man kann auf Updates prüfen lassen oder einfach warten, bis die Update-Warnung kommt. Und wir wollen natürlich jetzt hier nicht mit alter Software hantieren, sondern wir updaten das Ganze. Hier unten bekomme ich schon die Warnung angezeigt und dann klicke ich einmal auf Installieren. Nach diesem Video werde ich auch gleich ein GitHub-Issue aufmachen und mal darum bitten, dass Winget hier die Version aktualisiert, denn das ist jetzt absolut nicht mehr zeitgemäß. Ich muss jetzt einmal noch manuell neu starten und jetzt sehe ich auch, dass die aktuelle Version auch wirklich die aktuelle Version ist. Und ja, jetzt können wir loslegen.
Ich gehe hier einmal auf Home und hier sehe ich nichts. Wir haben ja auch noch keine Sicherung definiert. Und das kann ich machen, indem ich hier links hier auf Sicherung hinzufügen klicke. Und hier möchte ich natürlich eine neue Sicherung konfigurieren. Das Ganze nenne ich jetzt mal Backup PC, weil ich will jetzt einfach nur diesen PC sichern und ja, mehr muss ich jetzt da auch nicht reinschreiben. Wichtig hier kann man jetzt die Verschlüsselungspassphrase eingeben und das macht ihr bitte mit eurem Passwortmanager. Denkt euch hier nichts aus, sondern nehmt einen generierten Schlüssel von dem Passwortmanager. Das Backup läuft vielleicht jahrelang und ihr wollt hier bestimmt ein 30-stelliges Passwort haben, denn das Passwort braucht ihr ja fürs Wiederherstellen. Verliert ihr dieses Passwort, könnt ihr die Sicherung nicht wiederherstellen. Umgekehrt heißt das auch, der Passwortmanager muss auch nochmal irgendwo gesichert werden. Den kann man einfach auf sein Smartphone synchronisieren, kopieren oder tatsächlich auch auf eine Cloud-Lösung legen. Den kann man ja zum Beispiel bei OneDrive neben dran legen, dann synchronisiert sich diese Datei auf alle Geräte und man hat die auch offline verfügbar, wenn man es richtig einstellt. Ich habe jetzt ein einfaches Passwort hier genommen, ihr nehmt bitte ein 30-stelliges. So, wir gehen hier auf Weiter. Und jetzt muss man aufpassen, als erstes wird das Sicherungsziel festgelegt, also der Ort, wo mein Backup tatsächlich landen soll. Und ich möchte jetzt das nicht lokal machen, sondern wie vorhin besprochen eigentlich auf OneDrive machen. Und hier muss ich nach M Microsoft OneDrive suchen und OneDrive Version 2. Und hier kann ich jetzt einen Pfad auf dem Server angeben und das ist einfach ein Ordner im OneDrive. Und um das jetzt mal genauer uns anzuschauen, würde ich sagen, wir springen einmal auf OneDrive. Also einfach online mal auf OneDrive.com oder sowas gehen. Hier fragt er nochmal nach dem Kennwort. Und jetzt gehe ich hier einmal auf eigene Dateien und hier sehe ich jetzt verschiedene Ordner. Und ja, wie ihr erkennen könnt, habe ich ja hier schon mal getestet, genau für dieses Video. Ich lösche den jetzt aber mal weg. Und jetzt habe ich hier quasi nur das neu erstellte, das mir halt Microsoft so vor die Füße wirft. So sieht in der Regel heute ein OneDrive-Ordner aus, wenn man da noch nichts gemacht hat. Und jetzt gehe ich nochmal auf Duplikati zurück und der Zielpfad, den können wir jetzt hier, wie wir es vorhin schon gesehen haben, einfach Backup-PC nennen, obwohl der hier noch gar nicht verfügbar ist. Sehen wir gleich warum. So, die Auth-ID, da müssen wir einmal da vorne hier draufklicken, dann öffnet sich das Fenster von Microsoft oder von OneDrive und fragt jetzt hier so eine Art App-Authentifizierung an. Ich muss mich also einmal komplett mit meinem Microsoft-Account hier in diesem Fenster anmelden und danach werden wir gefragt, dass Duplikate hier Zugriff bekommt, weil ich es wahrscheinlich schon mal gemacht habe, kommt die Frage nicht, das könnt ihr dann einfach bestätigen. Dann wird diese Auth-ID generiert und hier kann ich jetzt die Verbindung prüfen. Hier sagt er jetzt, oh, der Ordner existiert gar nicht und klar, den wollen wir erstellen, deshalb klicke ich hier einmal auf Ja. Verbindung erfolgreich, okay. Und im OneDrive müsste ich jetzt nach dem F5 drücken, einmal sehen, dass hier der Backup-PC erstellt wurde. Hier unten links sieht man auch schon, dass ich das 1 TB aus dem Family-Account hier zur Verfügung habe. Ein kleiner Hinweis noch. Wir haben hier diese Auth-ID generiert. Das ist ein großer Vorteil und relativ sicher, so wie Microsoft das macht. Und ich zeige euch jetzt auch warum. Jetzt war ich ein bisschen voreilig und habe gesagt, Microsoft hat das ganz gut gemacht. Ja, theoretisch, praktisch aber nicht, denn theoretisch kann ich über meinen Account gar nicht in diese Einstellung kommen, um den Zugriff für Duplikati zu entfernen. Ich brauche jetzt zwingend diesen Link, beziehungsweise ich bin zu blöd, das anders zu finden. Den Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Trotzdem, das ist eine gute Methode, auch wenn man die kompliziert zu finden ist, weil hier sehe ich, dass Duplikati die Erlaubnis hat, eben Zugriff auf meine Dienste zu erhalten. Und ich kann dem jetzt einfach die Berechtigung entfernen und dann hätte eben Duplikati keinen Zugriff mehr. Also man hat hier nicht einmal das Passwort vergeben und das hat dann dauerhaft Zugriff, sondern das ist wirklich eine Methode, die granular halt mir dann auch erlaubt, das Ganze auch hier zurückzunehmen. Okay, wir haben diese Auth-ID, die könnte ich jetzt hier auch wieder rauslöschen, wenn mir das zu doof wird, aber wir können jetzt erstmal unser Backup weiter erstellen. Jetzt muss ich die ganzen Quelldaten selektieren. Also was möchte ich eigentlich sichern? Und da muss man jetzt sehr gewissenhaft vorgehen. Also die Benutzerdaten zum Beispiel, die würde ich immer mitnehmen auf jeden Fall. Aber vielleicht hat man ja auf der Festplatte 10 noch andere Daten, die man sichern möchte. Es gibt auch so kuriose Programme, die einfach irgendwelche wichtigen Daten direkt unter C ablegen. Also hier auf jeden Fall mal die Ordner durchgehen, ob da noch was Wichtiges dabei ist. Wer auf ganz Nummer sicher gehen will, der markiert einfach komplett das Laufwerk C mit dem großen Nachteil, dass natürlich auch so unnötige Verzeichnisse wie Windows und Programmfiles und so dann mitgenommen werden. Das mache ich jetzt in meinem Fall mal nicht. Ich nehme jetzt hier nur Users.
Und ich könnte natürlich hier auch Sachen ausschließen. Das würde dann wieder heißen, zum Beispiel, ich nehme komplett C und schließe einfach diese Programmfiles und Windows aus. Und wenn dann irgendein Programm doch mal was dahin legt, dann bin ich auf der sicheren Seite. Also auch das geht hier mit Duplicati. Was ich auf jeden Fall ausschließe, sind Systemdateien und temporäre Dateien. Und jetzt würde ich mal sagen, los geht's. Wir gehen hier auf Weiter und stellen jetzt einen Zeitplan ein. Ich finde eine Tagessicherung fast schon ein bisschen wenig. Deshalb würde ich sagen, so alle 5 Stunden kann der mal laufen. Wenn der PC länger läuft, läuft er halt 2-mal am Tag. Wenn der PC kürzer läuft, dann läuft er halt 1-mal am Tag. Je nachdem, Duplicati ist recht performant. Da würde ich mir dann also echt keine Gedanken machen und das jetzt hier so sichern lassen. Das würde ich auch nicht antasten hier oben, diese Remote-Volume-Größe. Aber interessanter ist diese Sicherungsaufbewahrung. So, und hier gibt es die intelligente Sicherungsaufbewahrung oder die benutzerdefinierte Sicherungsaufbewahrung. Das ist dann mehr für die Experten, aber für die meisten Nutzer reicht diese intelligente Sicherungsaufbewahrung. Da hat man immer ein Backup, ein Tagesbackup der letzten 7 Tage und dann wird es halt immer weniger. Umso älter die Backups werden, bereinigt sich Duplicati selber, sodass nicht so viel Speicher gefressen wird. Und dann würde ich einmal sagen Speichern und jetzt sichern. Und wir schauen uns das Ganze im Task Manager an, was Duplicati da so treibt. So, was man jetzt hier beim Netzwerk sieht, ist natürlich der Upload, der jetzt Richtung OneDrive geschossen wird. Ganz klar, mein Upload ist halt hier auf 40 Mbit pro Sekunde begrenzt, also da wird man nicht viel Action sehen und das wird jetzt auch entsprechend dauern. Man sieht auch, dass jetzt Duplicati moderat hier die CPU während des Backups belastet. Das ist auch völlig okay, aber halt, ja, die Drossel ist hier tatsächlich mein Netzwerk. Wir schauen mal, wie groß das Users-Verzeichnis ist und dann können wir am Ende auch schauen, wie groß der Ordner am Ende dann bei OneDrive ist. Ich habe hier extra mal ein bisschen Zeug reingelegt, sodass wir dann am Ende auf 11 GB ungefähr kommen und wir können dann gleich mal sehen, wie viel das auf dem OneDrive ausmacht. Ich würde sagen, wir lassen das mal im Zeitraffer laufen und schauen uns das Ergebnis gleich mal an. Das Backup ist jetzt abgeschlossen und jetzt interessieren uns noch genau 2 Sachen, nämlich wie lange hat das Backup gedauert und das sehen wir, wenn wir den Task Manager mal hier verkleinern. Das hat knappe 18 Minuten gedauert und die Quelle waren 7,82 GB. Die Sicherung ist jetzt ein bisschen kleiner geworden. Zum einen hat das damit zu tun, dass ich doppelte Dateien darin habe. Scheinbar kann Duplicati das erkennen. Dazu schauen wir mal in meinen Ordner rein, den ich gesichert habe und zwar unter Dokumente. Habe hier einen Ordner erstellt und hier sind mehrere Dateien doppelt, zum Beispiel dieses Linux Mint Image und wahrscheinlich hat er das irgendwie erkannt und kann das so clever sichern, dass er das Ganze nicht eben auch noch hochladen muss, beziehungsweise komprimiert ja ziemlich effektiv und damit sollte das hoffentlich erledigt sein. Wir gehen einmal auf OneDrive und hier unter Manage Storage kann ich jetzt auch sehen, dass das genau stimmt. 4,8 GB sind belegt und jetzt schauen wir einfach direkt auf OneDrive, wie die Sicherung jetzt aussieht. Ich gehe wieder unter meine Dateien, sehe jetzt den Ordner Backup PC, klicke hier rein und hier sind diese verschlüsselten Fragmente von meinem Backup und immer in diesen 50 Megabyte Chunks oder Größen hier abgespeichert. Ja, ziemlich clevere Sache. Man kann jetzt hier einfach gegen irgendeinen Cloud-Speicher seine Backups schmeißen. OneDrive ist hier wirklich eine der günstigsten und ja, deshalb kann ich das Ganze nur empfehlen, wer seinen PC sichern möchte, einfach mal Duplicati anschauen, hoffentlich dann schon in der richtigen Version bei Winget, wenn ich jetzt bei GitHub das Issue erstellt habe und ja, dann hat man halt, also naja, kostenlos wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, wenn man jetzt hier für einen Terabyte keine 60 Cent im Monat zahlt, ach ja, dann ist das halt echt günstig, man kann die ganze Familie damit versorgen und ja, alle PCs einfach sicherheitshalber einmal da hochladen. Duplicati gibt es natürlich auch für NAS zum Beispiel, wenn man sein Backup aufs NAS macht, kann man auch einfach von da nochmal sein Backup auf OneDrive werfen, weil es ja quasi nichts kostet oder sehr, sehr kostengünstig ist. Und vor lauter Gequatsche hätte ich es fast vergessen. Eine Sache interessiert uns jetzt doch noch, denn wer gut aufgepasst hat in meinem Video, der hat jetzt vorhin gesehen, dass hier unten eine Warnung aufgeploppt ist. Und es gibt 8 Warnungen und die können wir uns einmal direkt anzeigen. Und die kann ich hier aufklappen und dann hat er hier ein Problem.
dass er eben nicht alle Dateien in diesem komischen WSI-Account-Ordner unter Users sichern kann oder teilweise gar nicht auf den Pfad kommt. Naja, das braucht uns jetzt nicht wirklich interessieren. Das sind nämlich alles solche Systemdateien, Logdateien. Ich habe die mal durchgeschaut, da ist also nichts dabei, was tatsächlich wichtig wäre zum Beispiel. Also davon nicht irritieren lassen. Wichtig ist halt, dass die Größe passt. Und na klar, man kann sich die Warnings da einmal angucken und schauen, ob wichtige Dateien dabei waren. Dann muss man natürlich schauen, wie man das behebt oder hofft, dass beim nächsten Mal das dann kein Problem ist. Aber in meinem Fall ist hier kein Problem. Nur der Hinweis, dass diese Warnings halt auch existieren und die man auch mal prüfen muss. Auf jeden Fall danke ich dir fürs Zuschauen. Wenn dir das Video geholfen hat, freue ich mich wie immer über ein Abo und beachtet auch die Affiliate-Links in der Videobeschreibung.